Sport Klaassen, Ihr Sport 2000-Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. Hey, da wohne ich, da wohne ich! Eine Viertelstunde Flug. Und dann, in rund 4000 Meter Höhe, geht es raus. Möglich ist das seit Freitag beim Tandem-Fallschirmspringen am Flughafen Leer-Papenburg. Unbeschreiblich. Also dieses Gefühl, einfach mal sich fallen zu lassen und wirklich nach unten zu fallen, das ist, ja, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist echt richtig krass. Also richtig super. Ich wollte das immer schon mal machen und es war richtig toll. Noch besser, als ich gedacht habe. Ja, wenn man da oben sitzt, dann merkt man schon so ein leichtes Kribbeln im Bauch. Und dann darf man endlich rausspringen und dann ist richtig geil. Gerade der freie Fall am Anfang, das macht richtig Spaß. Der eben erwähnte freie Fall dauert rund eine Minute. Dann zieht der Tandemmaster, der einen begleitet, den Schirm. Und was dann folgt, sind 10 Minuten Gleiten. Diese Gefühle, die Emotionen, dieses aus Friesland, wie man es von oben sehen kann. Man kann vom Dollar bis zum Jadebusen alles sehen. Unsere ostfriesische Landschaft mit den Feengebieten, mit den Kanälen. Das war schon super zu sehen alleine schon. Organisiert wird die Veranstaltung von Tandem Fallschirm Nord und nennt sich Ostfriesland Boogie Leer. Springen kann jeder, der möchte und sich körperlich dazu in der Lage fühlt. Also es gibt eigentlich kein Mindestalter, kein Höchstalter. Mindestgröße ist 1,40 Meter Körpergröße. Wenn ein Kind mental das wirklich möchte, dann kann es das machen mit Einwilligung der Eltern. Und nach oben sind auch keine Grenzen. Also der älteste Tandemgast hier in Leer war 89 Jahre alt. Lediglich beim Gewicht sollte man aufpassen. Wer über 90 Kilo wiegt, zahlt einen Aufpreis. Ab 110 Kilo Körpergewicht wird es schwierig. Da sollte man sich immer an den Veranstalter wenden. Der entscheidet dann, ob man springen darf. Sauber! Das war richtig geil! Und was machen Menschen mit Flugangst? Ja, tatsächlich war für mich das Schlimmste der Flug, aber auch weil ich selber eigentlich Flugangst habe. Deswegen war es auch so surreal, dass ich das gemacht habe. Als die Tür aufging, ging es auch super schnell. Man hatte gar keine Zeit zu überlegen, ob man jetzt springen will oder nicht. Und dann ist man gesprungen. Natürlich wird hier niemand zum Sprung gezwungen. Wenn sich ein Teilnehmer unwohl fühlt, dann kann er auch im Flugzeug bleiben und damit wieder landen. Nervosität vorher ist aber ganz normal. Und wie, also schon einen Tag davor, also. Aber man fühlt sich sicher. Ja, man hat ein bisschen Schiss, aber wenn die Tür aufgeht, dann ist der freie Fall und super. Also ich habe gedacht, ich habe ein bisschen Angst, aber tatsächlich habe ich mich einfach nur gefreut, dass ich springen darf. Die Kosten für einen Sprung liegen bei 230 Euro. Und bis einschließlich Sonntag, den 25. Juli, kann man zum Flughafen Leer-Papenburg kommen, wenn man springen möchte. Einen Termin braucht man nicht. Was man mitbringen sollte? Festes Schuhwerk, sportliche Kleidung und ganz wichtig, Zeit. Je nachdem, wie viel los ist und wie das Wetter ist, kann die Wartezeit auch mal etwas länger ausfallen. Weitere Informationen gibt es unter tandemfallschirm-nord.de.